ist ja mal richtig nice. Power! Meint ihr wohin? Tanken. Wo? Tankstelle. Merkst du was? Gar keine Motorkontrolllöcher mehr drin, ne? Die Batterie abgeklemmt. Nein, eben nicht. Pünktlich zum April geht die Motorkontrollleuchte aus. Ehrlich jetzt? Jawohl. Von September bis April. Brauchst so einen Wagen mit Automatik? Und kann ich Licht anmachen oder fliegen wir dann hier irgendwas um Ohren? Nee, du kannst ruhig Licht anmachen. Das ist eh zu spät. Und das ist ja mal richtig nice. Ich glaube, hinten links ist das Fenster auf. Moritz. Also, wir fahren jetzt zu einer Firma für Werbeartikel und Werbung. Da wollten wir mal nachfragen, ob die Aufkleber machen. Ja, mal gucken, ob Aufkleber. Das, ja, Aufkleber, mal gucken, ob. Brothers oder was? Ja, Mann. Ich rieche wie ein persischer Puff. Geil. Deswegen stinkt das hier so nach Fotze. Ja, Alter. Nee, das ist der Orangensaft, der hinten bei mir im Auto ausgelaufen ist. Boah. Was läuft demnächst noch so? Was haben wir vor? Was wollen wir tun? Golf. Fahr nicht so schnell, das Radlager so laut. Der Golf. Der Golf war in der Werkstatt. Also, was heißt in der Werkstatt? Bei einem Bekannten. Und die haben sich mal den von unten angeguckt und haben wohl doch etliche Roststellen gefunden. So ein, zwei. Ich spiel mal da ein Bild ein und da eins und da. Wie viel hast du davon? 5, 6? Ja, ich glaube 5, 6 Bilder. Also ja. Da sind schon echt solche Löcher drin. Ist nicht schön, hat man auf den ersten Blick nicht gesehen, aber wenn du einmal mit der Drahtbürste da anfängst, dann. Aber wir geben nicht auf, ne? Nee. Alle sagen, verkauf den, schieb den in die Presse. Ja, wäre wahrscheinlich die einfache Möglichkeit, ne? Aber warum ja, das kann ja jeder. Ja. Weil kaputt machen kann ja jeder. Und jetzt wollte ich mal die Tage beigehen mit einem anderen Bekannten und ein bisschen schweißen, versiegeln und. Ich weiß nicht, ob Malte da mitkommt, weil das meistens dann nachts ist oder abends. Ich werde immer dabei sein. Ich bin arbeitslos, ich kann was machen. Scheiß Harzi, Alter. Na ja, gut, dann kriegen wir das ja auch auf Kamera. Kommt da noch mehr, oder? Nee. Warte, jetzt zeigt er. Du kannst so. Gut. Und noch einen runter. Alter. Wo kann man sagen, ey, das ist der Typ auf dem Fahrrad. Hier ist ja was los. Guck mal, jetzt blick an dich hinterher. Auf dem Sauli, guck mal, wie das geht. Hab ich doch schon. Hab ich schon. Da vorne. Wir nehmen einen von den Audis damit, von der VGA. Sehr gut. Hier hinne. Deine Lenkung geht schwerer als meine. Ja, du musst noch warten, bis die Ding Sommerreifen wieder drauf sind. Und ausmachen. Licht aus und aussteigen. Jetzt habe ich drauf auf der Linse. Sag mal, welche bestellen, so wie alle. Super. Sitzt du hier eigentlich drin? Oh Mann. Geil, Mann. So, weiter wohin? Tanken. Wo? Tankstelle. Boah, geiles Taxi. Hier für unsere polnischen Zuschauer. Was steht da? Ognet Smart Zerzi Kontrolli. Kontrolli, Alter, Kontrolli. Weißt du, bestimmt Bratwurst. Eine Idee, was wir gegen die GEMA machen können. Singen! Ja, so ähnlich. Oder Ton wegmachen. Von welcher Seite an der Tankdecke? Rechts. Rechts. Das ist ein deutscher.
Wollte ich gerade sagen. Ich tanke aber nicht, ne? Nicht? Ne. Ich hau da Diesel rein. Mir ist das egal. Oder Erdgas. Kannst du auch so. Da ist. Mach mal Autogas rein hier. Habe ich eine Budgetgrenze? Machen wir voll machen. Machen wir mal 25,70 Euro. Ich mach das. 67, 69, 70. 20,70 Euro. Ist gut oder was? Eigentlich wollte ich 71, aber okay. Wie viel voll ist der Tank? 71, jawohl. Muss meine Schachtel kippen? Jetzt ehrlich, hast du vergessen? Der wusste, warum so viel Rückgeld? Was zur Hölle? Wo ist die Kupplung, die fehlt? Gerade getankt, weißt du, das war wieder voll. Ja! Ah, lass ihn kommen, lass ihn kommen. Lass mal kommen. Wir machen mal los. Ich will da nach hinten filmen, aber ich eh nichts. Ja, mach mal unseren Kofferraum aufmachen. Komm, ich würde da kurz was von dem Tank. Wir sind gerade Bull im Tank. Fliegen mal. 110. 115. 130. 140. Wann schaltet der denn? Gar nicht mehr. Jetzt wirklich nicht? Nee. Er ist schon im 5. glaube ich. Oh, er hat geschaltet. Oh, cool. Oh, jetzt habe ich Angst. Alter, dieses Radlager, Alter. Junge! Also wenn du das Radlager schon ein Gaspedal spürst, ne? Dann hast du es geschafft. Ja, wenn nicht genug Öldruck da ist. Sagt das Auto von selbst. Er muss erstmal kalt laufen lassen, da den Probe. Tonight, tonight.